So, hallo liebe Aufrufer, Samstag, 27. Ich bin hier auf der zweiten Etage vom Zum Kaffeebaum, ältestes Café von Leipzig. Da ist der Türke und ich will jetzt gleich mal was zum Mohammedaner sagen. Hier sind alle berühmten Leute, hier ist schon Johann Sebastian Bach gewesen und Hans Albers und dann sind auf jeder Etage solche kleinen Bedienungen und dann kann man hier zum Beispiel, sind lauter so Stübchen, Kaffeestübchen bis oben hin, da kann man überall reingehen und das ist ja heute der Tag, wo 40 Grad Wärme ist. Hallo. Ich habe ja, wie gesagt, mal in Leipzig gewohnt und hier gibt es so viele historische, edle Orte und so weiter. Also da steht es dran, Kaffeebaum und über der Tür, da ist der Türke, der Engel, der wird ihm den Mokka. Ja, gut. Hier gibt es jetzt alle 2 Meter irgendwas Bemerkenswertes. Aber ich möchte jetzt Folgendes kurz erklären. Wir kennen ja den Begriff Moslem. Und wir kennen den Begriff Muslim. Das ist jetzt in letzter Zeit eingeführt worden, dass man nicht mehr Moslem sagt, sondern Muslime. Wir kennen auch das Wort Moschee. Das ist in Deutschland gebräuchlich. Im Türkischen beispielsweise heißt das anders. Aber die Türken in Deutschland, die sagen häufig zur Moschee Muschin. Und darauf wollte ich eigentlich kommen, indem ich heute im Deutschlandfunk eine Sendung gehört habe, wo die Rede davon war, wie unterschiedlich im islamischen Glauben Männer und Frauen die Muschi benutzen. Und zwar die Männer von vorne, während die Frauen hinten rein müssen. Da habe ich einen Moment überlegt und dann kam ich darauf, dass ich eigentlich noch nie jemanden gehört habe, der diesen Wechsel von Moschee zu Muschi verstanden hat, im Sinne von Moslems, Muslime, und wollte das hier mal kurz zeigen. Und da habe ich jetzt hier das passende Kaffeebaum. Heute Samstag, den 27. Juli in Leipzig, und da ist der Türke. Zur Rechten sah man wie zur Linken einen halben Türken hinuntersinken. Ja, toll. Da oben steht dran. Museum Kaffeebaum. Ja, das ist vermutlich Frühbarock. Dieses Gebäude und in der Nachbarschaft schließt sich das alles hier wunderschön an. Hier rechts geht es zum Markt, dort wo das alte Renaissance-Rathaus von Leipzig ist. Also zum Kaffeebaum. Danke für den Aufmerksamkeit.